Ringbahn Berlin, Ostkreuz. Ein schöner Sommertag. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und dann geht es einmal um den Ring herum auf der S41. Der Zug besteht aus 6 Wagen, also hat er 24 Achsen. Halten Sie also immer am Haltesignal mit der 24er, mit dem 24er Zeichen darunter. Wenn es das nicht gibt, dann halten Sie bitte an der hintersten Haltesignaltafel. Damit moin und hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns, die Jenkos, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, ja, und begrüße euch heute hier wieder zurück im Train Simulator Classic auf der wunderschönen Ringbahn, der Vollversion von Train Team Berlin und Little Tracks, Freunde. Ja, und heute, das ist nochmal ein ganz besonderes Video, weil wir heute, ja, eine Zuglackierung aus dem Expansion Pack der Baureihe 483 und 484 von Train Team Berlin, ja, fahren. Und zwar einmal in der Komplettlackierung. Also, das heißt 106 komplette Baureihen 483 und 484er, die wir mittlerweile in Berlin haben oder die mittlerweile die Berliner haben. Ich komme ja nicht aus Berlin. Ja, Freunde, für dieses Expansion Pack vorab wollte ich euch da noch Bescheid sagen, gibt es eigentlich meines Gewissens nach 5 Aufgaben für die Strecke mitten durch Berlin, also sprich auf der S24 bzw. auf der S25. Das Problem ist, die Strecke mitten durch Berlin besitze ich zwar, also ich habe es mir gekauft, aber irgendwie gibt es da Download-Schwierigkeiten, die ich jetzt gerade auch nicht beheben konnte und wo ich dann die nächsten Tage mich nochmal ransetze, um das zu beheben. Genau. Ja, und ich sehe es jetzt auch nicht ein, für 30 Euro mir jetzt nochmal zu kaufen. Zeige ich jetzt euch so, wie es ist. Genau. Ja, deswegen habe ich heute jetzt einfach mal ein Szenario, was hier bei der Standard- oder bei der Vollversion der Ringbahn mitgeliefert wird, einfach jetzt umgebaut. Also, was heißt umgebaut? Ich habe einfach nur ein anderes Fahrzeug draufgesetzt oder dasselbe Fahrzeug nur in einer anderen Lackierung, mit dem wir heute hier am Tage einmal von Ostkreuz aus oder von Berlin-Ostkreuz aus einmal um den Ring wieder zurück nach Berlin-Ostkreuz fahren werden, Freunde. So, ich würde sagen, wir werden auch raus aus der Pause gehen und können einmal damit das Fenster wegklicken. Und dann können wir zuerst die Türen öffnen und können dann erstmal soweit unseren Zug weiter aufrüsten, indem wir einmal den Richtungsschalter auf Vorwärtsstellung bringen, die Zugspitzenleuchten anmachen, die AFB aktivieren mit Shift und W. Und dann können wir auch einmal unser AFB mit Ausfahrt auf 80 stellen. So, dann werden wir unsere Zugzielanzeige noch einstellen. Und zwar sind wir einmal unterwegs auf der S24. Die darf ich erst einmal auswählen. So, 7,5. So, S41. Und dann geht es nach Ostkreuz. Was wir jetzt auch erstmal hier auswählen müssen. Dann funktionieren nämlich dann auch die Ansagen. So, Ostkreuz. So, genau. Und die Türen sind schon zu. Nee, sind noch nicht zu. Wir können sie mal schließen. Soweit ist dann eigentlich schon alles aufgerüstet. Die Türen gehen auch zu. Und heute, glaube ich, meines Gewissens nach haben wir jetzt hier keine Zeit zum Einhalten. So, und dann würde ich auch sagen, werden wir mal die Fahrt beginnen. Und hier ist die wunderschöne Lackierung, Freunde. Jetzt sind wir komplett 106 neue Berliner. Als Triebwagenfahrzeug hier. Wunderschön. Ja, gibt es natürlich noch andere Lackierungen. Ich werde mal schauen, wie entfernt ich euch das zeigen werde. So, bin mal gespannt, ob die Ansagen jetzt funktionieren. Es wäre zumindest zum Vorteil, Freunde. Ja, und nochmal großes Dankeschön an euer Feedback vom ersten Ringbahn-Vollversion-Video. Also, ihr habt da mal wieder komplett den Rahmen gesprengt. Und vielen lieben Dank für 500 Abonnenten mittlerweile auf meinem YouTube-Kanal. Danke. Bin sehr stolz auf mich und freue mich, dass wir das dieses Jahr noch geschafft haben. Nächste Station, Treptower Park. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Fahrgäste zum Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. So. Aufstieg links. Sehr schön, wie viel Verkehr hier unterwegs ist. So, an der 24er. Das ist dann einmal hier in der Mitte. Die Haltetafel. Genau, 24 Achsen.
So. Gut, und dann können wir einmal die Türen öffnen. Auf der linken Seite. So, Zugzielanzeige stimmt auch in dem Fall. S41 Ring. So sieht es nämlich aus. Nur, dass bei uns jetzt so Ostkreuz steht, aber von Dinger könnten wir auch Ring einstellen. Ja, auch wunderschöne Lackierung. Eigentlich perfekt, um hier mal ein Bild zu machen. So. Genau, wir werden noch ein paar Bilder machen unterwegs. So, wir können aber auch erstmal die Türen schließen. So, hier neben uns fährt noch eine 481 aus. Aus Treptower Park. So, und für uns geht es jetzt auch weiter. Ja, auch am Tage ist natürlich auch viel mehr KI verbaut als jetzt ja, am Abend, wo wir das letzte Mal unterwegs waren. Oder das erste Mal unterwegs waren hier auf der Vollversion der Ringbahn. Ja, Freunde, es werden auch natürlich noch ein paar Szenarien kommen auf alle Fälle, nach und nach. Wollte mich auch nochmal entschuldigen, dass gestern kein Video kam. Eigentlich sollte das Video schon gestern online kommen, also am 4. Ich nehme das hier gerade am 5. auf. Nur ich hatte gestern den Arsch voll zu tun gehabt und... Oder hatte den Arsch voll zu tun. Und hätte es bestimmt auch geschafft, eine Aufnahme zu machen, aber ich war überhaupt nicht motiviert dazu. Und ich wollte natürlich euch ja auch vernünftige Sachen bieten. Nächste Station, Sonnenallee. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Genau. Nee, das ist mir schon wichtig, dass ja, die Videos auch so ein bisschen mit Stimmung ja, aufgenommen werden bei mir. Sag ich jetzt einmal. Genau. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ich freue mich richtig. Eigentlich wieder Ringbahn, Freunde. Man könnte jetzt tagelang unterwegs sein hier. Ja, für die Leute, die sich wundern, ja, der Weitwinkel ist ziemlich weit draußen, aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich so ganz angenehm. Meine persönliche Meinung. Aber für euch, ich kann es auch so machen, für euch. So. Weil jetzt die Kommentare wieder explodieren. Ja, das ist ja hier, was ist da für eine Ansicht? Genau. So, dann geht's rein in die Sonnenallee. Ja, wie die Haltetafeln hier an jeder Station stehen, bin ich ehrlich, bin ich jetzt noch nicht so ganz drin erfahren. Dann fahre ich lieber ja, ein bisschen langsamer hinein. So, hier haben wir schon die erste Harttafel und da kommt auch schon die zweite Harttafel für die 24er. Also für die 24er Harttafel, sprich für 24 Achsen. So. Ich glaube, das passt auch gerade so, sehe ich gerade, ne? Ah, na gut, passt. Genau. Habe ich doch die richtige Bahnreihung genommen. Hat schon Angst gehabt hier. Ja, insgesamt ist das die Lackierung, ne? Also, ja, die Länder Berlin und Brandenburg, die S-Bahn, bla bla bla, Verkehrsbahn, bla bla bla, dies, das und jenes, ne? Findet man so auch in Berlin, habe ich auch schon gesehen. Leider nicht gespottet, nur gesehen. Aber ich nicht schnell genug. Die Kamera zu zücken. Ja, ist schon schön. Ist schon schön. Wurde ja auch damals ganz gut und ganz groß auf Instagram präsentiert. Wenn ihr auf der VDB-Seite von Instagram ja, vorbeischaut, da wurde es auch ganz groß präsentiert. Fand ich ganz cool. Ja, die Berliner S-Bahn, so haben ja sonst eigentlich nur ihre Standardlackierungen, ne? Finde ich. Also, ich habe wenig S-Bahn-Fahrzeuge gesehen, die wirklich... ja, so Sonderlackierungen oder sowas haben, sage ich jetzt mal, ne? Ja. So ist es. Moin, Gegenzug. Noch die Tröte richtig cool. Nächste Station, Neukölln. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 7. Ausstieg links. So, sieht's aus. Wollen wir noch weiter warten, bevor wir einfahren dürfen in Neukölln. Dann wird wahrscheinlich noch eine S-Bahn entweder gleich vor uns reinfahren oder noch schon grün. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. So, wir rollen noch ein bisschen nach vorne. So.
So, machen wir mal ein Bildchen hier. Sehr schön. So, er fährt die 481 nur vor uns hinein in den Bahnhof Neukölln. Da müssen wir noch warten. Ist aber kein Problem. Kann ich erstmal einen Schluck trinken hier. Ja, und ich wünsche natürlich auch allen da draußen einen frohen Nikolaustag auf alle Fälle. Also am morgigen Tag. Ich werde das Video hier heute noch am 5.12. hochladen, wo ich das gerade aufnehme, gleich im Anschluss. Wünsche ich euch trotzdem dann für den morgigen Tag einen schönen Nikolaustag. Genau. Und ich bemühe mich auch, dass auch morgen Videos kommen werden. Wie gesagt, das war jetzt wirklich gestern nur eine Ausnahme, wo ich wirklich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und ja, mit Vorproduzieren ist jetzt auch aktuell recht wenig, weil ich schon seit letzter Woche Samstag durchgehend arbeiten bin. Und ich gehe auch noch bis Freitag arbeiten. Könnt ihr auch alles verfolgen auf Instagram. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, ist ein bisschen, schon sportlich zu tun. Genau, Freitag geht es dann für mich noch nach Cottbus auf dem Weihnachtsmarkt mit ein paar Freunden. Und ein bisschen gut gehen lassen, ne? Muss ja Oma sein. So, sehr geehrte Gäste, wie Sie merken, stehen wir hier gerade noch. Die Einfahrt nach Berlin-Neukölln wird uns gleich erlassen. Wir bitten Sie noch um einen kleinen Geduld oder um ein wenig Geduld. Vielen Dank. Ja, ganz cool, wenn man so eine Ansage noch abspielen kann, ne? Ich glaube, bei der Hamburger S-Bahn ist das mittlerweile so. Bei den Fahrzeugen 480, glaube ich, müssten das sein, bei den neueren Fahrzeugen, dass man dann auch so eine Ansage einstellen kann, dass sowas gesprochen wird. Habe ich zumindest dieses Jahr erlebt. So, gut, dann dürfen wir einfahren. Wieder halt erwarten. Sehen wir schon vorne am Ausfahrtssignal, was dieses Mal links steht. Obwohl, das ist jetzt auch schon umgesprungen. Ja, also bis wir hier abfahren, dann ist eigentlich alles wieder grün. Sollte. So, sehr schön. Es macht so viel Spaß, Freunde, hier auf der Ringbahn. Ey, wirklich, es macht so viel Spaß. So, Kurzzug, das soll mal hinten bei der A-Tafel halten. Wenn hier keine 24er ist. So. Mal hin. So, gut. Dann öffnen wir einmal die Türen. Und die Lackierung ist auch schön, ne? Also, es gibt noch drei weitere Lackierungen. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht mal noch so ein Video mache, so ein separates Video, wo ich euch das insgesamt vorstelle. Das, Expansion Pack, sage ich jetzt mal. Ja, kriegt ihr für 9,95 Euro im 3D, nicht 3D-Zug-Shop, sondern im Train Team Berlin-Shop zu kaufen. Also zumindest erstmal nur im Train Team Berlin-Shop, soweit wie ich weiß. Weiß ich nicht, ob es auch schon andere Seiten gibt, wo man sich das käuflich erwerben kann. Kostet, wie gesagt, 9,95 €. Ihr habt da vier Lackierungen dabei für die Baureihen 383 und 484. Und ja, zusätzlich sind nochmal 5 Aufgaben mitgeliefert für die Strecke mitten durch Berlin. Genau. Ja, muss ich sagen, ist eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Ne? Voraussetzung natürlich, ihr braucht die Ringbahn, ne? Um das Fahrzeug hier zu haben. Nächste Station, Hermannstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 8. Ausstieg links. Okidoki. So, steht noch Luke Müller. So. Für uns geht es dann erstmal in die Hermannstraße rein. Auch sehr schön, dass auch angesagt wird, welche Umstiegsmöglichkeiten unsere Fahrgäste hier haben. Oder meine Fahrgäste hinter mir haben. Auch sehr schön. So, hier haben wir wieder 3 Haltetafeln. Ob ich die noch bekomme? Ne, leider nicht. Manchmal ein bisschen tricky. Aber man gibt sich Mühe. Das ist die Hauptsache. So, naja dann. So, Ausfahrt mit 100. Können wir gleich wieder durchballern. Auf gut Deutsch gesagt. Sehr schön. Mal noch ein paar Bilder machen hier. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Das Beste suche ich mir daraus für das Thumbnail. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie findet ihr es? So das sogenannte Expansion Pack. Kauft ihr euch das? Habt ihr euch das schon gekauft? Oder ja,
schreibt es mir gerne unten mit in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. So, ich glaube, uns überholt jetzt die Ludmilla gleich. Hört sich zumindest so an. Jo, da kommt sie schon. Ja, als Bauzug. Gibt auch ein paar Aufgaben mit der. Werden wir auch mal fahren. So. Ich glaube, eine Aufgabe mit der Ludmilla sind wir sogar schon mal gefahren hier auf der Strecke. So. Na, holen wir die noch ein? Schauen wir mal. Sonderlich schnell fährt sie nicht. Nächste Station, Tempelhof. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Für eine pünktliche Abfahrt, bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Sehr schön. Ja, das ist richtig cool, ne? Wie viel Verkehr so noch, ja, auf der linken und auf der rechten Seite immer wieder mal zu sehen ist. So, die Ludmilla holen wir mittlerweile auch ein. Sehr cool. Ja, wir werden bestimmt auch noch einiges sehen hier auf der Strecke. Einiges. Also wenn ihr das schon verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Freunde, gerne ein Abo da lassen. Und wenn euch das Video gefällt, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich natürlich auch freuen. So, sind wir so dreist, gucken wir mal das Merkur betätigen. Ach ja, das macht so Spaß, Freunde. Das macht so Spaß. Also wenn ihr mein Gesicht sehen würdet, jetzt hier in der Aufnahme, das Grinsen ist richtig breit. So viel kann ich sagen. Das Grinsen ist richtig breit. Sehr schön. Einfach nur schön. So, sind wir im Tempelhof. Hier haben wir wieder im Hintergrund, ja, den Flughafen. Irgendein Flughafen hier in Berlin. Schönefeld, Tegel, BER, keine Ahnung. Hier sehen wir zumindest die Start- und Landebahn auf alle Fälle. Sieht sehr schön aus. So, hier kommt auch die Ankündigung für 80. Wir werden noch anfangen, die Bremsung einzuleiten. So. Ja, die FPS, manchmal ab und zu mal sind sie ein bisschen niedrig. Aber so, sonst habe ich eigentlich konstant so zwischen 40 und 60 FPS. Ist eigentlich ganz in Ordnung, wie ich finde. Ich muss unbedingt mal nach Tempelhof. Vielleicht sehe ich da mal ein paar Flugzeuge hier so landen. Wäre ganz cool eigentlich. Oder stelle ich mir zumindest ziemlich cool vor. Sagen wir mal, so, sollen wir bis nach hinten fahren? So, ich habe ein Flugzeug, da kommt eins. So. So, und jetzt. Dann machen wir die Türen auf. Schau, alles weg. Kommt wieder die Ludmilla. Ah, schon sehr cool. So, kommt unter 481. Richtig cool, ey. Meine Fresse. Szenarien, ich liebe es. Ich liebe es, Freunde, wirklich. Den ganzen Tag könnte ich hier fahren. Sag ich euch so, wie es ist, ne? Den ganzen Tag. So, da kommt's ja. 481. So. Die Taucherbrille. Gibt's ja die Cola-Dose, dann gibt's ja den Toaster, dann gibt's die Taucherbrille. Ja, weiß ich nicht, was ist eigentlich der Name hier für die 483, 484? Weiß ich gar nicht. Lachzange? Keine Ahnung. Sausi? Staubsauger? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schreibt es mir gerne, ja, unten in die Kommentare rein. Wenn es überhaupt schon so einen Spitznamen gibt. So, gleich sind wir Südkreuz. Nächste Station. Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 2, 25, 26 zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg links. Genau, Südkreuz sind wir ja auch schon öfters mal angefahren auf der Strecke Berlin-Leipzig oder Berlin-Wittenberg oder schwere Fracht bis Sedin. Sardin, Sedin. Irgendwie so. Genau. Da kommt nochmal ein Flugzeug. So, sehr schön. Nur, dass wir hier oberhalb von Südkreuz halten, sonst kennen wir den eigentlich immer nur von unten. Zeige ich euch gleich nochmal gleich. So. Genau, und heute, wie gesagt,
auch die erste Fahrt auf der Vollversion, ja, bei Tageslicht. Dann sehen wir auch mal ein bisschen was. Auch die neuen Abschnitte zwischen Landsberger Allee und mein Gott. Gesundbrunnen. Mein Gott. So viele Namen hier in Berlin. Stationennamen. Ah, guck mal, manchmal ein bisschen durcheinander, du. Ein bisschen. So. Aber ich würde sagen, so das Bremsen, muss ich sagen, habe ich eigentlich ganz gut im Griff hier mit der 484. Kann ich eigentlich nichts sagen. Ja, wie die jetzt in Realität bremsen, also als Fahrgast, weiß ich es jetzt auch nicht so richtig. Wie gesagt, ich glaube, ich bin einmal mit der 484 gefahren oder 483. Ist aber schon eine Weile her. Aber na, mal gucken. Vielleicht nächste Woche. Ich habe nächste Woche Montag frei. Noch, also nächste Woche Montag frei, nochmal einen zusätzlichen freien Tag bekommen. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht fahre ich nach Berlin. Schauen wir mal. Und guck mir das Spektakel nochmal an. Unter anderem wollte ich dann nochmal Alexanderplatz nochmal eine Stunde spotten. Auf alle Fälle. Dass ich das Video dann voll bekomme. Und vielleicht fahre ich dann auch mal auf der Ringbahn. Ein Büschel entlang. Schauen wir mal. Mal so eine Runde um die Ringbahn. Schauen wir mal. Überlege ich mir noch. Ihr werdet es ja dann spätestens sehen bei Instagram. So. Nächste Station, Schöneberg. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Ausstieg links. Auch schön, wie viele Fahrzeuge immer hier wieder so ja, abgestellt sind, ne? Muss ich auch sagen, ne? Finde ich schön. Schön gemacht auf alle Fälle. So, dann werden wir runterbremsen auf die 70. So. Und dann sind wir schon wieder in Schöneberg. Da ist schon wieder, also wir haben noch ein ganz paar Stationen vor uns, ne? Insgesamt 28 Stationen. Spoiler, die wir hier auf der Uhr haben. Geht doch wieder über eine Stunde die Fahrt hier. So, hier unten kreuzt dann auch nochmal irgendwas. Ich glaube, die U-Bahn, ne? U-Bahn, S-Bahn. Müssen wir uns gleich mal angucken. Vielleicht können wir es ja lesen. Schauen wir mal. Müssen uns auch mal ein bisschen umgucken hier. Dafür sind die Videos ja auch da. So. So, gut. Wir gehen off. So, und ich gucke mal hier unten. Ach schade, hier steht auch nichts. War schlecht zu sagen. Aber ich denke mal schon S-Bahn. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Naja, gut. Ich glaube, das bindet sich hier nochmal an, ne? Wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Hm. Oh, sieht interessant aus, ne? Naja, alles gut. So, die Hauptstrecke, sage ich jetzt mal, wo wir uns immer so drauf befinden. Ja, das sieht ja schon wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Also ich kann an der Strecke nichts aussetzen, ne? Ist mit einer der schönsten Strecken im TS, muss ich sagen. So, AFB habe ich schon mal wieder auf 80 gestellt. So, Innsbrucker Platz. Da muss ja auch so ein bisschen die Stationsnamen mal üben. Ist ja auch wichtig. So. So sieht's aus, Freunde. Schön. Ah, freue ich mich, dass das alles hier so klappt. Nächste Station, Innsbrucker Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 4. Ausstieg links. Und richtig geil finde ich wirklich die Ansagen, ne? Richtig geil. Ich hatte schon Angst gehabt damals bei der neuen Viertel oder Viertel 9 Version da, die wir ja Mitte des Jahres ja, schon uns kaufen konnten. Hatte ich schon Angst gehabt, bin ich ehrlich, ne? Dass keine Ansagen mitkommen. Hm. Aber ja. Bin mega zufrieden. Also. Ja, keine Ahnung. Aber wenn ich so, ja, die Kommentare unter dem ersten Video der Vollversion so mir durchgelesen habe, ja, die ganzen Nachrichten, die mir bei Instagram geschrieben habt und auch bei Discord teilweise, muss ich sagen, so, na, so 95% sind eigentlich so, ja, viele sehr zufrieden, muss ich sagen.
Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man jetzt hier noch besser machen könnte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na, wie gesagt, der Fokus liegt auf der Ringbahn. Persönlich hätte ich es noch cool gefunden, wenn vielleicht noch so, ja, die Flexlinie ausgebaut wäre, ne, vom Flughafen BER bis zum Berliner Tiefbahnhof. Ja. Das wäre noch ganz cool, weil die ja auch hier so an der Strecke entlang fährt. Wäre, glaube ich, noch ganz cool gewesen, aber ja, mein Gott, wie gesagt, das ist ja eigentlich eine reine S-Bahn-Strecke. Ja. Oder muss ich schon, also, oder muss ich sagen, da ist schon ganz in Ordnung. Ist schon wirklich nicht ganz in Ordnung, sondern schon wirklich gut in Ordnung. Nächste Station, Bundesplatz. Übergang zur U-Bahn-Linie 9. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Mich würde ja mal persönlich interessieren, ob in Realität auch hier so viele S-Bahn-Fahrzeuge immer in dieser ganzen, ja, Abstellbuchten abgestellt sind. Würde mich persönlich mal interessieren. So, Bundesplatz. So, kommt auch nochmal eine S-Bahn rein. Eine 484. Na gut, das war jetzt ein bisschen bremst. Aber ja gut, wir haben ja hier keine vorgegebene Zeit heute. Ausnahmsweise mal. So. So, dann machen wir die Türen auf hier. Sehr schön. Ich liebe auch dieses Fahrzeug einfach, ne? Ich liebe es, dieses Fahrzeug zu steuern. Es ist einfach nur schön, ne? Richtig genial umgesetzt. Das auch mit den, ja, ganzen Lackierungen, die wir jetzt hier haben. Tipptopp, ey. Also ein Träumchen. Ein Träumchen. So viel Platz. So hell und offen. Sehr schön. Sehr schön. So, dann gehen die Türen zu. Auch schön dieses ganze Geblinke hier oben, ne? So wie es auch in der Realität ist. Wunderbar. Schön. Einfach nur schön. So, na dann. Able on the table auf BO 100 und dann geht's weiter. Dann geht es weiter. Ja, also wie gesagt, es werden definitiv noch mehr noch mehr Videos kommen von der Ringbahn. Wir werden auch mal hier, ja, so eine 232 fahren auf alle Fälle. Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 3. Genau. Ausstieg links. Das wird alles noch kommen, Freunde. Alles nach und nach. Genau. Ja, und heute Abend wird auch noch mal ein ATS-Video kommen. Zum Kansas DC. Das wird heute auch noch kommen. Genau. Und denke mal, am morgigen Tag denke ich mir mal, ganz genau weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das machen werde, aber ich denke mal, am morgigen Tag werde ich doch mal ein Video hochladen mit der 218 von der VOR Steam Version. Genau. So. So. Hier wird fleißig, ja, flüssig Güter transportiert. So, sehr schön. Schöne Bremsung. Wunderbar. Oh, hier sind auch so leichte Stimmen draußen. Hört sich ja auch schön an, de. So, gut, ich denke mal, das war's dann. Reicht dann auch mit Screenshots. Dass die Festplatte wieder voll ist. Also insgesamt habe ich jetzt 8 GB verbaut. Insgesamt. 4 intern, 4 extern. Und ich glaube, ich habe noch 1 Terabyte frei. Ja, also schon, ja. Hab schon viele Sachen drauf hier. Aber gut, man muss auch sagen, viele sind auch wirklich so Bilder, Videos von Zügen und so, ne? Also die ganze Transporter-Geschichte und so. Ah ja, bestimmt ein ganzes, also nah mit 1 Terabyte gefühlt. Ist schon einiges. So, kommt noch ein Gegenzug. 484. Als langer. Also sprich 8 Wagen.
Nächste Station, Hohenzollern-Damm. Ausstieg links. Oh, sehr schöne Stimme, ne? Der die Ansagen hier spricht. Muss ich echt sagen, also ist schön, die Stimme. So, hier auch nochmal interessante große blaue Wolke hier. Sieht aus wie eine Fußgängerbrücke, so. Von außen. Naja, dann. So, sieht man mal schon quittieren. Der Leertaste. Ja, heute großartig brauchte ich den Zug ja nicht aufrüsten. Das war ja überwiegend Teil schon alles fertig. Hochmarschieren. So. Da ist unsere Haartafel. Da werden wir wieder halt. Oder unsere Haltetafel. So, komm. Mühe müssen wir noch. Mühe. So. Wird den Schuh rausfreien. Open the doors. Open the doors. So, was haben wir hier? Ankündigung 60. Ja, werden wir auch schon mal einstellen hier. Die 60. Übrigens, also, wenn ihr die AFP aktivieren wollt, müsst ihr Steuerung, Shift und W gedrückt halten. 30 Sekunden, bis der, ist der rote Pfeil dann hier sich bewegt. Und wenn ihr sie hoch und runter schalten wollt mit der Tastatur, müsst ihr Steuerung und W immer drücken, um hochzuschalten und Shift und W, um hochzuschalten und Shift und S, um runterzuschalten. Genau, das war nämlich auch nochmal unter den Kommentaren, aber ich glaube, ein Zuschauer hat das schon, aufgelistet. Oder, beschrieben, wie das funktioniert. Genau. Aber hier nochmal im Video, für die Leute, die sich hier fragen. Ja, sonst ist eigentlich alles aktiviert. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, irgendwelche anderen Sachen, die ich nicht weiß, oder von denen ich nichts wusste, schreibt es mir gerne unten mit in den Kommentaren rein. Und dass ich das dann zum nächsten Video ändern kann. Nächste Station, Halensee. Ausstieg links. Ach, die Betonung schön. Halensee. Halen, ich kann es euch aussprechen. Wenn ich so betone, wie er es macht. Der Sprecher hier. Macht er gut. Haben einen guten Sprecher ausgewählt. So. Sehr schön. So, ab hier sind 60. Gut, von Dingen, wir hätten zwar noch beschleunigen können, ein bisschen mehr über 60 und dann abbremsen können, aber naja. Naja. Wollte man nicht. So. Der Schulz hat gesprochen. So. Auch etwas älterer Bahnsteig, ne? Sehr schön. So, wir müssen nach vorne halten. Hier gibt es nur eine Haltetafel. So, sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, wie das hier abläuft mit den Zwecks der Abfertigung. Ob das ja alles, signaltechnisch ist auf der Ringbahn. Ob das, per Funk ist oder ob man sich selbst abfertigen muss. Das ist ja bei der Berliner S-Bahn eigentlich so. Also zumindest bei der S24, S25 ist es ja so, ne? Dass es da ja verschiedene Abfertigungs-Prozesse gibt, sage ich jetzt mal, ne? Per Signal, manuell und per Funk. Glaube ich, war, genau. Irgendwie so. Und gibt es hier anscheinend nicht. Oder wurde hier nicht umgesetzt, keine Ahnung. Naja, so, dann kommt nochmal ein Gegenzug. Wieder eine 484. Ja, Aufgaben für die 481 gibt es jetzt hier auf der Ringbahn nicht. Für die Leute, die sich fragen. Genau, gibt es nicht. Aber von Dingen her, man kann, wenn man die 481 besitzt, sage ich jetzt mal, im Train-Simulator, wie ich, kann man trotzdem mit der 481 hier trotzdem, also kannst du hier aufsetzen und dann kannst du auch losdüsen mit der Kiste. Werden wir vielleicht auch mal machen. Nächste Station, Westkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und 9. Ausstieg links. So. Ja, Westkreuz bin ich auch schon umgestiegen. Von der S5 in die S3. Genau. Weil die S5, die endet ja hier. In Westkreuz.
Meines Gewissens nach. So. Sehr schön. Genau, hier oben auch die Gleise. Also hier die zwei Gleise sind auch ausschließlich jetzt nur für die Ringbahn. Ne, vorne 101er. Genau, und da unten. Genau, sind nämlich vier Gleise. Sind, ja, jeweils für die S3, S9, S5, 75, glaube ich, hat er noch gesagt, und so weiter und so fort. So, genau, ich glaube, da vorne geht es, glaube ich, in Richtung Spandau, glaube ich. Also hier in die Richtung, wo der Intercity lang gefahren ist, mit der 101er. Na, C1. So. Sehr cool. Ah, ich finde sowas genial, ey. So, na dann geht's weiter. Nach Messe Nord. Ja, auch schön IC1 sieht man hier am schönen Bordpressor, was höher gebaut ist als beim ICE 2. Nächste Station, Messe Nord, ICC. Ich muss doch noch ein Bild machen. So, gehen wir mal wieder rein hier. Nee, wir müssen. So. Ah, gib da Gas her, du. Gib da Gas her. Ja, dessen sollte man mit seiner Schnauze im Führerstand bleiben, sage ich immer wieder. U-Bahn? Alter, da vorne fährt eine U-Bahn. Sehr schön. Cool. Alter, also hier ist ja gerade was los, ey. Also müssen wir uns mal angucken hier, du. Aber zack, zack, du. Fährt die U-Bahn. Ach, hier. Geil. Oh, Leben. Sehr schön. Ja, keine Ahnung. Also hier mit den U-Bahn-Fahrzeugen kann ich so großartig jetzt nichts anfangen. Aber interessant auf alle Fälle. Schön. Nice, Alter. Das ist schon. Also szenario-technisch muss man echt sagen, ist das hier schon echt gut, ne? Aber ich glaube, ihr braucht wirklich schon einen relativ guten PC hierfür, ne? Um das alles fahren zu können. Kann mir gut vorstellen, dass es bei den einen oder anderen älteren PC vielleicht der Fall sein kann, dass das eine oder andere Szenario wahrscheinlich abstürzt. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, jetzt ist die auch die AFB einmal aus. So, müssen wir die einstellen hier, weil ich ja gerade eine Vollbremsung gemacht habe. So. Ja, auch mal ein bisschen die Fahrgäste durchschleudern, ne? Gehört auch dazu, Freunde. Nächste Station, Westend. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. So. So, Halter warten. Also was wie eine PCB haben wir ja jetzt hier nicht in der in den S-Bahn-Fahrzeugen der Berliner, in den Berliner S-Bahn-Fahrzeugen verbaut. Also in der 480 gibt es keine, in der 481 und in der 484 gibt es auch keine. So. Wir haben auch noch eine Haltetafel und die ist da vorne. So, ich fährt dagegen zu. Oh Gott, Entschuldigung, los. Na, komm, wir drücken noch ein bisschen nach vorne. So. Gut. Na dann. Machen wir die Tür wieder auf. Ne? Ach, schön. Wunderbar. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Freunde. Ich sag, dass ich sitze hier mit einem breiten Grinsen. Es macht so viel Spaß. Hier sieht man immer wieder mal neue Sachen hier. Richtig cool auch mit der U-Bahn hier, also mit der Berliner U-Bahn. ICE-Verkehr, Intercity-Verkehr, Güterverkehr. Das, ja. Ah, was will man mehr, Freunde? Was will man mehr? Ach ja, so.
dann geht's gleich weiter nach Jungfernheide. Beziehungsweise jetzt, ja. So, ja. Das sind mehr als die Hälfte, haben wir auch schon geschafft. So, bin doch mal gespannt, wie dann, ja, ab da Bürgerstraße, Westhafen, Wedding, Gesundbrunnen, genau, wie es dann zwischen Gesundbrunnen und ja, Landsberger Allee aussieht, also sprich Schönhausener Allee und Prenzlauer Allee, sowie Greifswalder Straße. Bin ich ja mal dann sehr gespannt, wie das da aussieht am Tage. In der Nacht hat man ja jetzt nie so viel gesehen. Nächste Station, Jungfernheide. Übergang zur U-Bahn-Linie 7 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. So, okay, okay, okay. Die Strecken sehen auch hier wunderbar aus, ey. Meine Fresse, ey. So schön, ey. Weil nichts dagegen sagen, der. So. Nur ab Jungfernheide dürfen wir noch wieder 100 fahren. Schön. Na, wie gesagt, Jungfernheide besteht Anschluss an den Regionalverkehr. Die halten dann an den beiden Gleisen. So. Bremsen wir mal. So, hier ist auch ein schöner Imbiss. SIFA. Auch geil hier, wie das hier so, ja, angemalt wurde in den passenden S-Bahn-Farben. Aber sieht man ja häufig in Berlin, finde ich. Auch so an den Instandhaltungswerkstätten. Ja, dass viele Werkstätten dann, ja, dann auch so eine S-Bahn dann gemalt haben und sowas, muss ich echt sagen, finde ich ganz cool. Oder drauf gedruckt. Oder sprayed. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich glaube, Grünau zum Beispiel ist, glaube ich, auch eine S-Bahn. Ist auch ein S-Bahn-Werk, wo auch eine S-Bahn, ja, drauf gedruckt ist oder gemalt, gesprayed, was auch immer. Finde ich persönlich ziemlich cool. Also, ja, wenn es gesprayed ist, ja, okay, ja, ist so Ansichtssache, ne, aber weiß ich, die passt zumindest dazu und das sieht auch gut aus. Aber ich glaube, das ist eher so gemalt, gedruckt, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Die Leute, die schon mal in Grünau vorbeigefahren sind und drauf geachtet haben, genau, werden, glaube ich, wissen, was ich meine. So, na dann geht's weiter. Ja. 86? 85? 85, okay. Baureihe 185, 401. Nächste Station, Beusselstraße. Ausstieg links. Ja, was hier am Verkehr ist, ne? Das ist schon richtig geil, ey. Mann, 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 Mann. Macht das Spaß, ey. Schön, schön, schön. So, achso, ja, wir dürfen 100 fahren. Die wollen wir natürlich auch fahren. Müssen wir nur die AFB auf 100 stellen. So. So, dann geht es überholen mal langsam. Spätestens in der Beuselstraße wird der uns wieder mich einholen. Ah, die dritte. Genial. So. Fangen wir an zu bremsen. So, 60 Ankündigung. Hauptsächlich sind normalerweise 60 und heiter warten. So. Hier 84. Ja, schon ordentlich was abgestellt hier, ne? So, ja. Den holen wir jetzt nicht mehr ein. Da bin ich mir sicher.
Aber ein schöner Kampf. Ach, schön, nee. Ja, das Szenario ist richtig schön, muss ich echt sagen. Geil. Geil. Bock doch. Einfach hier lang zu cruisen, ey. Schön. Was war das auch für ein Sound, ja? Dann gehen da die Türen zu. Aha. Aber finde ich immer noch ein bisschen blöd, dass die KI-Fahrzeuge hier wirklich losfahren, obwohl noch der Türschließvorgang im Gange ist, sage ich jetzt einmal. Finde ich ein bisschen schade, aber naja. Schauen wir mal. Vielleicht wird das ja irgendwann mal gefixt. So, na dann, weiter geht's. Mit dem Anfang-Sound, ne? Wunderschön, ey. Nächste Station, Westhafen. Übergang zur U-Bahn-Linie 9. Ausstieg links. Westhafen. Was kommt denn hier an beim Westhafen? Wahrscheinlich eher so schüttgutmäßig, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So Sand, Kohle, sowas da so in die Richtung. Anders kann ich mir bald nicht vorstellen hier in Berlin. So. So also ein bisschen Hafenbereich hier, so guter Hafenbereich. So Güterzüge. Oh. Ja, kann ich per se nicht sagen, war ich noch nicht im Westhafen. So. Gut, die Haartafel haben wir jetzt nicht so richtig bekommen. Naja, egal. Ja, manchmal ist auch tricky, dir. Manchmal tricky. So, ja, was kommt als nächstes? Dann kommt Schwedig. Dann kommt Gesundbrunnen oder Gesundheitsbrunnen. Schönhausener Allee, Panzerer Allee, Kreisweiher Straße, Landsberger Allee, Storkbauer Straße, Frankfurter Allee und dann kommt schon wieder Ostkreuz. Hat geschafft, 12 Kilometer noch. Bold geschafft. Ach, die Zeit geht auch hier rum, du, wie im Fluge für mich, du. Weiß ich nicht, wie es für euch rüberkommt, aber für mich, weiß ich nicht, wie im Fluge, du. Schön. Ach, wunderbar. Wunderbar. Oh, Fussel. Ah, oh, furchtbar. So. Ja, wir schließen die Türen. So, auf B auf 80 wieder. Oh. Schon wups. Und dann geht's los. So. Schön dieser Zaun, wo die Luftdruckbremse dann sich löst, ne? Dieses Zischen. Schön. Also ich vermute mal, dass die Luftdruckbremse ist. Was anderes kann ich mir jetzt sehr ehrlicher gesagt ohne vorstellen. Nächste Station, Wedding. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Ausstieg links. So, Wedding. Ah, hier ist schon so Kohle-mäßig, so Kohle-Sand-mäßig, okay. Ja, Spreekanal wahrscheinlich, ne? Spreekanal, aber richtig Spree. Hm. Naja, gut. Einmal eine Linkskurve. Da kommt nur 101 an. Moin. Ja, ich tröte zu gerne. Muss ich fairerweise dazu sagen. Ich tröte einfach zu gerne. So. Ach, okay. Bremsen wir mal. Meine Fässer. Ich frag mich, was das jetzt hier war, diese Unterführung, ne? Die ging ja in Westhafen schon los, ne? Keine Ahnung. Vielleicht meine ehemalige S-Bahn-Strecke. Also kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Hm. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, ja, jetzt wieder mal ein bisschen verbremst im Anfang. Aber naja. Was will man machen? So, na dann. Einmal open the doors.
So, mal was zu trinken eingießen hier. Sechs, das ist draußen bei uns hier. Oder das Schneeregen, keine Ahnung. Wenn zumindest die Nacht Minusgrade sind, dann kann ich mich morgen früh warm anpacken, da einpacken. Und am besten Stollen anziehen. Da fliegst du ja draußen weg hier. Ruhig mal. So, guter Herr, bitte mal das, den Gleisbereich verlassen. Da haben sie nichts zu suchen. Danke. So. Sehr schön. Ja, auch schön, wenn die Türen zugehen, ne? Wie dann, ja, die nicht vorhandene Videoaufnahme dann so verschwindet. Wäre ganz cool, wenn sie wenigstens so ein paar Bilder eingefügt hätten, wie auf der U1 Hamburg. Wie den Transmanator, die Strecke. Wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Ah, naja. So, Fahrzeug ist schon echt klasse. Ja, bin dann auch, wie gesagt, mehr gespannt auf das nächste Projekt von Train Tivolin und Riddle Tracks. So. 485. Ah, das muss doch nochmal sein, ja. Moin. Nächste Station, Gesundbrunnen, Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, 26 zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg rechts. So, sehr schön. Ja, und zum Regionalverkehr. Da sind wir ja auch schon das ein oder andere Mal losgefahren von Gesundbrunnen. So. Sehr schön. So, Gleis 3 halten wir. So, mal gucken, wie wir den Hart haben. Aber hier gibt es auch 3. Gut. So. 201er fährt da vorne los. So, gut. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts jetzt mal. So, wunderschön hier in Gesundbrunnen. Und das City. Ich glaube, ja, nee, von den Gleisen sind wir meistens gestartet, ja, mit dem ICE oder, ja, sind geendet. Oder mit dem Intercity in Richtung Leipzig. Genau. Schön. So, wir dürfen die Türen wieder schließen. So, Türen gehen zu. Im Hintergrund. Da haben wir das Piepen. Und dann geht's auch weiter. So, dann kann ich die AFB auch auf 90 stellen. So. Hallo, genau. So, jetzt einmal hier unter die Unterführung. Einmal durch. Auch schon mit der Beleuchtung. Nächste Station, Schönhauser Allee. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und zur U-Bahn-Linie 2. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Genau, so, ja, das ist jetzt auch der Abschnitt, den wir so im Hellen jetzt auf meinem Kanal zumindest noch nicht gesehen haben. Und auch jetzt mein erstes Mal hier auf den Abschnitt, wo ich auch jetzt immer so ein bisschen links und rechts gucken kann, ja. So, oh, Regionalbahn, ja, schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da sehen wir einer an. So, Schönhausen Allee. Ganz schön gebaut hier oben, ey. Meine Fresse, da. Das sieht schon geil aus, ne? So die Einfahrt. Sieht nicht schlecht aus. Aber wenn ich hier so lang fahre, muss ich auch sagen, kriege ich auch richtig wieder richtig Lust auf Sebastian, ne? Muss
muss ich ja auch mal sagen. So schön wieder Sebastian in Berlin. Oh. Bin auch mal gespannt, was da so die nächsten Linien sein werden. Schauen wir mal. Abwarten. Also die VDL-Busse sollen ja auch noch kommen in Sebastian. Aber wenn sie dann kommen werden, ist die... Gute Frage. Gute und die nächste Frage. Das kann ich sowohl jetzt pauschal erst einmal nicht beantworten. Und was jetzt mit den Hamburg-DLC eigentlich ist, was eigentlich Dezember kommen soll, also wirklich heute, also nicht heute, sondern in diesem Monat, schauen wir mal. Bis jetzt ist noch nicht angekündigt. Großartig. Schauen wir mal. Na, abwarten und Tee trinken. So, wir schließen wieder die Türen. Aber fühlt sich schon so ein bisschen überschlagen, ne? Oder erschlagen hier am Führerstein, muss ich sagen, ne? Also ich weiß nicht, wo ich das erste Mal hier drin gesessen habe. Ja, mal gucken hier. Wow, okay, das und das und das, ne? Also so. Ja, es ist nicht so übersichtlich wie ja manch eine andere Baureihe. Sagen wir es mal so. Aber es ist schon in Ordnung, ne? Wenn man sich auskennt, dann geht es natürlich, ne? Dann geht es natürlich. Nächste Station, Prenzlauer Allee. Ausstieg links. Jetzt sind wir komplett. Sehr schön. So. Prenzlauer Allee, auch etwas älterer Bahnsteig. Und auch wieder nur eine Haartafel. So. Juti. So, und damit machen wir die Tür noch. Und lassen unsere Fahrgäste ein- und aussteigen. So, wir werden nochmal eine Ausfahrt machen, ne? Wo wir draußen sind. Genau, werden wir auch machen. So, Ringborn. Okay. Direktor Park, Schönweide besteht, Anschluss. Besteht, genau, Anschluss im Flughafen vielleicht, keine Ahnung. So. So. Da fährt er. Sehr schön. Nächste Station, Greifswalder Straße. Ausstieg links. So, das ist die Straße und wir dürfen 80 fahren. Ja, schreibt mir gesagt gerne in die Kommentare, was eure Meinung hier auf alle Fälle ist. Einmal zur Ringbahn und einmal hier zum ja, Expansion Pack für die Baureihe 483, 484. Bin gespannt wie ein Tonschuh auf eure Kommentare. Aber ich muss sagen, bin sehr zufrieden. Wie gesagt, es wird dann... Weil ich gebe mir Mühe, dass ich dann so schnell wie möglich nochmal ein Video mache, wo ich euch dann, ja, alle Lackierungen in einem Video kompakt nochmal, ja, vorstelle. So, okay. So, alte Tafel hier, wo wir halt denn sollten, wieder ein bisschen überfahren. Naja, ist ja eine Schnelle bei mir. Aber naja. Sehr schön. Auch die Umgebung, ne, sieht wirklich fabelhaft aus. So, und irgendwie höre ich schon wieder vom Weiten eine 481. Oh, da bahnt sich schon was an. Da bahnt sich was an. So. Juli, wir schließen die Türen. So, wir haben auch bis jetzt überall Haken hier. Oh, gut. Wo soll es sein? So, und dann geht es dann auch schon wieder weiter.
Ja, auf der S25 waren wir ja bereits auch schon mit der 484 unterwegs. Schon eine ganze Weile her, aber waren wir schon mal unterwegs. Müssen wir weiter warten hier. Hoch noch. Nee, dürfen wir da fahren. Gut. Das weiß ich nicht, mit wie viel km/h wir jetzt fahren dürfen hier. 40? Na gut. Ach, jetzt alles grün. Gut, wir geben Gummi, ist grün, alles grün, so. 481, mein Gott. Nächste Station, Landsberger Allee. Ausstieg links. So, Landsberger Allee. Sehr schön. Ja, aber schöner Abschnitt auf alle Fälle, ne? Zwischen Landsberger Allee und Gesundbrunnen. Konnte ich nichts gegen sagen. So, alles grün hier, wunderbar. Aber wer weiß, welche S-Bahn wieder vor uns fährt. So, 484. So. Ja, hier bin ich auch schon lang gefahren hier. Mit der Regionalbahn. Auch mit einem Flex hier. Müsste das gewesen sein. Genau. Genau, ich glaube, das ist doch der Streckenabschnitt auch hier, ne? Der Flex fährt zwischen Ostkreuz und Gesundbrunnen, müsste das, glaube ich, sein. Genau. Ah, doch, müsste sein. Muss ich wieder zentrieren? Genau, wir sind hier. Genau. Das war die Straße. Genau, also hier ist Gesundbrunnen, genau. Und ja, hier ist Ostkreuz, genau. Und hier, genau. Bin ich auch schon mal lang gefahren. Doch, 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 doch. Hier fährt ja Flex entlang. Seiner regulären Linie, sage ich jetzt mal. Also genannt der Flughafen-Express, der immer zwischen den Flughafen BER, also Berlin-Brandenburg, und dem Berliner Hauptbahnhof Tiefbahnhof pendelt. Genau. So sieht's aus, Freunde. Ja, doch, habe ich jetzt auch wieder erkannt wegen der Schwimmhalle hier. So ein ellenlanges, großes Gebäude hier. Genau. Ah, sieht man mal hier. Ah, sieht da Zwangsbremsung. Nicht bestätigt. Warum? Weil ich wieder draußen war. Mensch, ey. Mensch, 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 Mensch. So. Notbremse wird gelöst. So, mal wieder die AFB erstmal Activation. So. Auf 70. Na, geht's wieder los. So. Wir bleiben drin. Mit dem Kopf hier. Sicher, sicher. Naja, so ist es. Auch schön die ganzen Graffitis hier so, ne? Rechts und links. Ja, schön. Also, in Realität finde ich das unschön, muss ich dazu sagen, aber schön, dass sie es wenigstens hier so mit reingebracht haben, ne? Bringt nochmal so ein bisschen Gestaltung, ein bisschen mehr Pep in die ganze Geschichte rein hier. Sagen wir es mal so. Nächste Station, Storkower Straße. Für eine pünktliche Abfahrt, bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. So. Ich kann es nicht sein lassen mit der Tröte. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Die ist zu geil. Das ist auch so ein richtig schrilles Geräusch, ne? Einfach schön. Wie so eine Blechdose halt, ne? So. Was ich halt an wie eine Blechdose. So, Möbel. Davon gibt es Möbel. Auch schön. So, gut, einmal die Türen aufmachen und dann glaube ich, also ja, Frankfurter Allee kommt noch und dann kommt Ostkreuz. Da kommt Ostkreuz. So, ich glaube jetzt ist die Regional- und Fernlinie, genau, hier unten, auf der Seite hier, genau. Ja, hier kann man dann auch langfahren hier schön mit dem Flex oder mal mit dem Intercity, obwohl ich glaube ich hier nur die KISS-IC Züge fahren. Und soweit ich weiß, gibt es die nicht für den Train-Simulator. Nicht, dass ich wüsste. Genau. Die fahren ja auch zwischen Flughafen Berlin-Brandenburg und ja, den Berliner
Hauptbahnhof, Tiefbahnhof. Meistens dann weiter nach Rostock. Genau. Jetzt müssen wir schon mal gespottet, sagen wir es mal so. Auch dieses Jahr hier, 2023. War nicht lange her und glaube, das Video gibt es auch bereits auch schon auf meinem Kanal. Das Trainspotting-Video. Gibt's auch eine ganze Playlist dazu, könnt ihr euch gerne anschauen. Nächste Station, Frankfurter Allee. Übergang zur U-Bahn-Linie 5. Ausstieg links. So, Übergang zur U5, mit der bin ich auch schon mal gefahren. Wieder vom Hauptbahnhof aus bis nach Heno, ja. Genau. Sehr schön. So, dann können wir 50. So, sie verquittieren mal. Nicht, dass wir jetzt hier nochmal eine Zwangse bekommen. So, kommt nochmal ein Zug rein. Ah, 484. So, und die Haartafel ist ganz vorne. Die einzige. So, na dann soll ich hier nochmal ein großes Einkaufsrentrum. Unter anderem. So. Ja, das Ringbahnzentrum hier. Ach nee. Denke nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Rossmann dran steht. Irgendwie so, keine Ahnung, hab noch nicht so richtig drauf geachtet, wenn ich ehrlich sein darf und soll. Bin. Schauen wir mal. So. Gut. Wir schließen die Türen. So. Und dann geht es jetzt nach Ostkreuz zur Endstation. Wo auch unsere Anfangsstation wieder war. So, erstmal Ostsattel 50. Durch die Kurve hier. Und dann dürfen wir dann auch gleich auf 80 beschleunigen. So. Nächste Station, Ostkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Ausstieg links. So. Ja, sehr geehrte Fahrgäste, damit verabschiedet sich auch Ihr Lokführer aus dem Führerstand. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise mit uns. Der andere Kollege wird diesen Zug dann hier in Berlin-Ostkreuz übernehmen und den Zug weiter um den Ring fahren. Auf Wiedersehen. So. Also aus ganz eigener Sache. So. Na ja, dann. Fahr mal rein hier in Ostkreuz. Steht doch Anschluss unter anderem an den RE1 und an den RE2. Sind so meine Stammstrecken nach Berlin, sage ich jetzt mal. So. Genau. So, und damit öffnen wir nochmal hier die Türen. Und ja, damit haben wir es auch hier geschafft auf der Ringbahn heute mal wieder. Mit dem ja, neuen Expansion Pack hier, der Berliner S-Bahn, wo unter anderem die Lackierung, ja, jetzt sind wir komplett 106 neue Berliner. Freunde, ja, ich muss sagen, mir persönlich hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hier auf der Ringbahn heute. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentaren, was eure Meinung hier zum Expansion Pack ist. Wie gesagt, ich gebe mir nochmal Mühe, das so schnell wie möglich nochmal ein separates Video kommt, wo ich euch dann nochmal alle Lackierungen im Detail euch vorstellen werde. Genau, ja, sonst weiterhin wird es natürlich die eine oder andere Fahrt hier auf der Ringbahn definitiv nochmal geben. Ja, wenn ihr dann nichts verpassen wollt und auch weiterhin keine Videos mehr von mir, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um auch eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein neues Video oder auch ein Livestream von mir online ist, Freunde. Ja, sonst schaut gerne unten in der Bioschein vorbei, dort findet ihr alle Links, unter anderem zur Strecke,
wo auch das Fahrzeug Baureihe 483 und 484 dabei ist. Ja, Link zur Expansion Pack schmeiße ich euch unten auch nochmal in der Videobeschreibung mit rein. Und ja, sonst weitere Links findet ihr auch zu meinem Insta, Discord und TikTok-Kanal. Freunde, damit verabschiede ich mich. Wünsche euch allzeit gute Fahrt hier im Trainzone und Dr. Tessig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Schulz von den Ninkus. Bis dann. Tschüss.